köstliche Unterhaltung bei Marienhof. Mit Texikaner Salsa, der fruchtig-scharfen Grillsoße von Maggi. Was sagst du, mein Kind? Dann geh zu ihr und kümmere dich um sie und geh mir nicht auf die Nerven. Simon, jetzt bei dir? Das ist ja nett. Scheiße, ich bin schuld an Tod von Amelies Vater. Egal, was passiert. Du musst wissen, ich liebe dich. Das ist wirklich ein hübsches Mädchen, aber die sieht doch um die Augen aus wie unsere Anne. Sie müsste inzwischen schon fast 18 sein. Das ist meine kleine Tochter, Anne. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Du bist schuld an meinem Tod. Wie kannst du es wagen, mit meiner Tochter zusammen zu sein? Warum haben Sie mich nach dem Foto gefragt? Kennen Sie das Mädchen vielleicht? Gestern bei unserer Präsentation, da habe ich ein Mädchen gesehen, das sah ihr ziemlich ähnlich. Nein, ich habe nur so gefragt. Außerdem das Foto. Das Mädchen sieht bestimmt ganz anders jetzt aus, bitte. Hallo! Ihre Vorstellung gestern war wirklich super. Danke, ich... Mama, hier bist du. Ich habe dich überall gesucht. Ja, hallo. Das ist also Ihre Tochter? Ja, eine von zweien. Ich habe noch eine ältere. Und noch einen Sohn, aber der ist in... Hast du die Tickets bekommen? Ja, habe ich. Ich bin zufällig hier vorbeigekommen. Es ist wirklich ein netter kleiner Zirkus hier. Ja, wir sind noch eine ganze Weile hier. Sie können gerne jederzeit. Ja, dann komm. Und grüßen Sie die Ziege von mir. Wie hieß sie noch gleich? Elfriede. Okay. Wir sehen uns bei der Vorstellung. Tschüss. Ich mache gerade die Einkaufsliste. Also, ich habe jetzt Milch, Joghurt, Butter. Brauchst du sonst irgendwas noch? Du, Hauptsache, ich muss nicht kochen. Na toll. Magst du was Italienisches? Nö. Super. Aber bitte nichts Kompliziertes, weil dafür habe ich jetzt echt keine Kraft. Zahlen. Ja, ich komme sofort. Wie wär's mit einer Suppe? Suppe. Türkische Linsensuppe? Super Idee. Da muss ich dir noch nicht mal sagen, was man besorgen muss. Ja, Mann ist gut. Sprechen Sie ruhig fertig mit Ihrer hübschen Frau Gemahlin. Ich hab's nicht so eilig. Danke, aber... Ich bin nicht seine Frau. Das ist mein Schwager, wissen Sie? Wo warst du denn? Warum hast du keinen Zettel hingelegt? Es tut mir leid, ich war... Willst du was essen? Nein, ich habe überhaupt keinen Hunger. Wo warst du denn nur? Immer verschwindest du plötzlich. Ich war noch mal am Unfallort. Wie, du warst noch mal am Unfallort? Lass mir einfach keine Ruhe. Ach, du bist so lieb, dass du dich da so drum kümmerst. Und ich mache dir solche Vorwürfe, das tut mir leid. Das ist doch selbstverständlich. Nein, das ist es nicht. Ohne dich wäre das alles so schrecklich. Ja, aber was mache ich denn schon? Du machst es zumindest ein klein bisschen erträglicher. Aber im Grunde kann ich nichts tun. Stell dir doch mal vor, wir wären uns nie begegnet. Und dann wäre ich jetzt ganz alleine. Ja, dann wäre alles anders. So,
Hier, Panini, Salat und etwas Süßes. Und jetzt raus hier, ihr habt Ferien. Danke, Papa. Wir können aber auch gerne noch eine Stunde aushelfen. Mann, ich dachte, du willst in den See. Ab mit euch. Ciao, Mama. Warum wirfst du das Besteck weg? Alles okay bei dir? Du bist so... Ja, ja. Und jetzt fahrt, hm? Weißt du was, die wollen uns loswerden. Ja, erst enttüdeln sie einen die ganze Zeit und dann wollen sie plötzlich alleine sein. Ciao. Ciao. Tanja, was ist? Ich war vorhin bei diesem Zirkus. Und? Ist was passiert? Das Mädchen auf dem Foto, das ist unsere Anne. Sie ist die Tochter von diesem Zirkus-Clown. Sie ist was? Ihr Vater ist tot. Sie hat keinen leiblichen Vater mehr. Er hat es mir doch selbst erzählt. Ich glaube, er sucht sie, seit sie ein kleines Mädchen ist. Ist doch furchtbar. Tanja, und du glaubst das? Er hat sich einfach einen Scherz erlaubt. Er weiß, wie sie heißt. Er weiß, wie alt sie ist. Und dann dieses Foto. Und dann das Mädchen auf dem Foto, das ist unsere Anne. No. Ich hab's in seinen Augen gesehen. Und als Anne dann noch dazugekommen ist, ja, zum Glück weiß sie ja nichts. Aber wenn sie es wüsste. Autoreinigung, Autoreparatur hier. Oh Gott, wie viele sind das denn? Hallo. Etwa 50. Hey. Hallo. Hey, habt ihr zufällig was gekocht? Wir haben Sonnenhunger. Nee, leider nicht. Mardon hilft mir, die ganzen Autowerkstätten durchzutelefonieren. Macht denn das überhaupt Sinn? Ich meine, ihr kennt ja noch nicht mal die Automarke. Jesse, ich mache uns Nudeln. Was ist mit der Polizei? Ach, die haben eine Anfrage nach roten, kaputten Autos an alle Karosseriebetriebe durchgegeben. Aber du weißt ja selbst, wie viele Hinterhofklitschen es gibt. Ja, natürlich. Die werden alle nicht von der Polizei angefragt, so wie meine zum Beispiel. Die wollt ihr jetzt alle abchecken? Das hört sich für mich ein bisschen so an wie die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwas muss man ja machen. Er ist extra noch mal zum Unfallort gefahren. Tja, der Wagen, der hätte schon bei mir in der Werkstatt sein können, ne? Wo fangen wir denn an? Sag mal, Charlie, hast du nicht gerade rote Lackdosen bestellt? Die muss ich doch extra vom Großhandel abholen. Wann waren das? Für wen hast du die? Nee, die waren für Motorrad, nicht für ein Auto. Es gibt ja auch noch andere Leute, die Lackarbeit machen außerdem, oder? Ja, das wäre ja auch ein ziemlicher Zufall gewesen. Wir müssen halt einfach auf eigene Faust weitersuchen. Irgendwann finden wir ihn schon. Also, Liebelein, seit der Liz den Arun geheiratet hat, kann ich mir erklären, dass ihn den voll im Trend liegt. Liz Taylor hat dich schon wieder geheiratet? Liz Taylor, das ist doch Schnee von gestern. Liz Hurley, kriegst du überhaupt nichts mit? Die hat doch monatelang mit ihrer Designerin, weiß schon, die Blonde. Mit der hat die doch monatelang besprochen, den richtigen Pinkton für den Sari zu finden. Das ist sehr aufregend. Ja, stimmt, hast du recht. Dein Leben ist auch nicht schlecht. Also da hast du dir was eingebrockt, Liebchen. Schwanger vom Schwager, dem Ehemann zuliebe. Jetzt Ex-Ehemann und dann prompt beim Schwager eingezogen. Danke, Susi, du bist mal wieder so sensibel wie ein Holzhammer. Und außerdem, Raul ist noch lange nicht mein Ex-Ehemann. Raul? Wollen wir mal? Hast du denn morgen schon irgendwas Bestimmtes vor? Was soll die Frage? Ich denke nur, weil morgen ein ganz besonderer Tag ist und da wollte ich dich fragen. Weißt du, was auch immer du mir mitteilen möchtest, was ich morgen, übermorgen oder am Tag danach mache, das geht dich nichts mehr an. Aber morgen. Nein, kein Aber. Misch dich nicht mehr in mein Leben ein. Ich mische mich auch nicht in euer schönes neues Leben ein, okay? Prost. Ciao. Oh, schönen guten Tag. Hallo. Geht ihr schon mal füttern? Ich will mich nur schnell abschminken. Und wollen Sie noch mehr Karten kaufen? Nein, wir. Wir wollten nur ein bisschen Futter vorbeibringen. Grünzeug ist im Restaurant übrig geblieben. Für die Tiere. Sieht aber noch ziemlich frisch aus, was bei Ihnen so übrig bleibt. Ja, danke. Ja. Gina, nimmst du es mit? Ja. Kommen Sie doch. Ja. Setzen Sie sich. Bin gleich da. Ja, also,
die Geschichte mit ihrer Tochter. Die auf der Rückseite der Eintrittskarte. Das hat uns sehr berührt und da haben wir uns gefragt, wie... Wie sowas passieren konnte. Hm? Ja. Ihre Tochter sieht meiner sehr ähnlich. Obwohl, wie soll ich das wissen? Ich habe sie zum letzten Mal vor mehr als 13 Jahren gesehen. Wie ist denn das mit Ihrer Tochter passiert? Christina, Annes Mutter, war meine große Liebe. Aber sie wollte mit mir kein Artistenleben leben. Also sind wir in ein Haus nach Tübingen gezogen. Und ich habe versucht, so oft dort zu sein, wie es ging. Klar, man will ja für seine Kinder da sein. Ja, natürlich. Mein Gott, dann ist doch total egal, ob irgendein Gast die jetzt für deine Frau gehalten hat. Der soll sich mal nicht so anstellen. Das arme Yasemin, dass die mit so einem Vollidioten geschlagen ist. Damals war Raul genauso drauf bei Luna. Nee, das war was anderes. In die Luna, da warst du doch verknallt. Er war auch total kalt und ließ nicht mit sich reden. Obwohl, jetzt ist er noch viel schlimmer drauf, finde ich. Nee, wie der die hat abtropfen lassen, total im Regen stehen lassen hat. Die hat sich nicht mehr angehört, was sie zu sagen hat. Ja, guck nicht so, ich brauch das jetzt. So ein sturer Dickkopf, so ein Dösskopf, so. Der weiß doch ganz genau, dass das Yasemin ihn liebt. Ja, mir brauchst du das nicht zu sagen. Ja, und hast du vielleicht auch einen konstruktiven Vorschlag? Also umbringen wird schwierig. Warum, dir fällt doch immer was ein. Ja, aber er ist dein Bruder, mein Lieber. Und wahrscheinlich tickt ihr einfach gleich so im Inneren. Weißt du was? Das ist so ein Vollidiot, ey. Aber da kann doch dein Tresen nichts für, Carlos. Zahlen bitte. Ja, gleich. Deine Gäste können da auch nichts für. Sag mal, was ist denn morgen überhaupt für ein besonderer Tag? Yasemin hat den Eindruck gemacht, als wäre morgen irgendwas besonders. Warum hast du sie denn nicht gefragt? Hallo, vielleicht weil ich ein sensibler Mensch bin. Die ist auch so schon traurig genug, als dass die sich von mir Fragen anhört. Christina hat sich in einen anderen Mann verliebt. Und ist eines Tages mit Anna auf und davon gegangen. Weg. Verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. Sie hat alles dafür getan, dass ich meine Anna niemals wiedersehe. Ja, sie hat ja sogar erzählt, dass ich tot bin. Ich habe sie gesucht überall, aber... Wenn jemand nicht gefunden werden will, dann findet man ihn noch nicht. Christina hat dann geheiratet, hat einen anderen Namen angenommen. Ich bin Annes leiblicher Vater, aber ich habe meinen Namen nicht auf die Geburtsurkunde eintragen lassen und so habe ich Anna verloren. Geschafft! Ja, geschafft. Immerhin mittlerer Schwierigkeitsgrad. Oh. Toll. Hallo? Jemand zu Hause? Was ist denn mit euch los? Nichts, gar nichts. Hm. Du warst heute Mittag schon so durch den Wind. Ach, wir sind nur ein bisschen müde. Es ist alles in Ordnung, Piccolina. Hm? Tut uns wirklich leid, aber diese Art von Information dürfen wir leider nicht rausgeben. Diese Auskunft dürfen wir Ihnen leider nicht geben. So ein Witz, ja? Tun so, als wären Sie beim Datenschutz. Ist Ihnen doch völlig egal, was der Typ gemacht hat. Hauptsache, Sie müssen keine unbequemen Fragen beantworten. Du bist schuld an meinem Tod. Wie kannst du es wagen, mit meiner Tochter zusammen zu sein? Was machen wir denn jetzt? Was? Na, was meinst du? Ich find's gut. Wie, du? Was findest du gut? Hä? Sag mal, geht's noch ein bisschen lauter? Schläft wieder irgendein Kind, oder was? Ja, zufällig ist es mein Kind. Du hast gerade eingeschlafen. Ich hab nicht dran gedacht. Super, Raul. Vielen herzlichen Dank. Na, wer will denn jetzt nicht schlafen? Du kleiner Schlumpf. Mir ist nur der Schnaller rausgefallen. Oh, ich komme einfach zu nichts mehr. Wie macht das Frau von der Leyen? Die hat tonnenweise Kinder. Haben wir alles schon gehört. Sag mal, hast du nicht Lust auf eine richtige Kneipentour morgen? Du meinst die schöne Unbekannte suchen mit dem schwarzen Schuh? Nee, du, Bruno ist bei mir, solange Regina weg ist.
Und davon abgesehen habe ich jede Menge Arbeit. Nächste Woche vielleicht. Ich habe nicht von nächster Woche gesprochen, sondern von morgen. Morgen, okay? Und ich habe gesagt, dass ich keine Zeit habe. Oder sollen wir Bruno mitnehmen? Ja, dann spann doch mal einen Babysitter ein. Was ist denn morgen? Gibt's was zu feiern oder was? Dann eben nicht. Jetzt komm doch mal wieder runter. Mann, oh. Nein, David, du brauchst es mir nicht mitzubringen. Ich habe ein Kleid, was Papa mir mal geschenkt hat. Gut. In ein paar Stunden bin ich dann da. Willst du heute auch noch im Hotel einchecken? Dann brauche ich hier schon mal ein Zimmer. Nein, ich bleib hier. Marlon kocht gerade und es ist mir einfach lieber so. Also... Ja, wie du meinst. Bis dann. Bis dann. Gerade so vor Augen, wie er sich damals von mir verabschiedet hat. Und ach, Marlon, ich bin so froh, dass du da bist. Okay, ich gehe jetzt mal schnell das Kleid holen. Oder brauchst du mich hier noch? Nein, nein, geh ruhig. Okay. Nicht mehr. Sie ist so froh, dass sie mich hat, das sagt sie 5-mal am Tag. Gleichzeitig sehe ich überall sein Gesicht, es verfolgt mich. Du meinst ihren Vater? Was mache ich denn nur? Jedes Mal, wenn es klingelt, denke ich, die Polizei steht vor der Tür und dann fliegt alles auf. Ich stelle mir vor, wie sie mich ansieht. Der Wagen ist repariert. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Zeugen. Niemand kann dich finden. Weißt du, was passieren wird? Ich sag dir, was passieren wird. Es wird Gras über die Sache wachsen. Ein tragischer Unfall? Ja. Glaubst du das wirklich? Ja, natürlich. Du musst jetzt nur aufhören, die Werkstätten abzuklappern und den Täter zu suchen. Das hältst du nicht durch. Aber was soll ich denn machen? Kannst du es mir vielleicht mal sagen? So, ich habe das Kleid gefunden. Ist zwar nicht schwarz, aber Papa mochte gerade diese Farbe immer so gern. Ich begleite dich noch ein Stück. Okay. Amelie, ich wünsche Ihnen für morgen viel Kraft. Danke. Ja. Gott sei Dank habe ich ja Marlon. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 So, wir sind dann weg. Charlie will in der WG noch was Gutes kochen. Da gibt's ein Problem. Was denn für ein Problem? Robby, willst du nicht schon mal vorgehen? Ich komme dann gleich nach. Okay, ich warte dann unten. Tschüss. Bis gleich. Ciao. Ciao. Was ist denn los? Also, ich wollte Robby doch in diesen Kinofilm einladen, den wir nur zur Hälfte geguckt haben wegen dieser Zirkusaktion. Und, wo ist das Problem? Naja, ich bin blank. Ach so, du brauchst Geld. Wie viel denn? Weiß nicht, 20. Hier, reicht es? Ja, danke schön. Ihr seid wirklich die allertollsten Eltern der Welt. Hm. Ja. Ich gebe dir das Geld und du kriegst den Kuss. Ich bin auch der Papa. Ja, und ich bin die Mama. Nee, aber mal im Ernst, müssen wir ihr nicht rein Wein einschenken? Nach allem, was sie durchgemacht hat? Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen sie davor schützen. Ja, auch wenn das heißt, dass wir ihr ihren eigenen Vater vorenthalten? Ja. Ja. Jetzt überleg doch mal, dieser Benno, der ist bestimmt nicht blöd. Der weiß doch, warum wir vorbeigekommen sind. Oh, Tanja, dann hätte er bestimmt schon was gesagt, oder? Nein. Anne ist unsere Tochter, Ebbas, und das wird sie immer bleiben. Und der Zirkus ist bald weg, genauso wie der Clown. Nein, it's okay.
Yasemin. Morgen ist ihr Hochzeitstag. Sag mal, täusche ich mich oder habt ihr beiden irgendwas? Soll ich vielleicht rausgehen? Wann kommen denn Anne und Robby? Kommen die überhaupt? Hey. Hey, danke. Ich habe mich gerade mit Toni unterhalten und habe ihr erzählt, was Jessie meinte von den Lackdosen, die sie extra beim Großhandel besorgen musste. Mhm, genau. Du weißt ja gar nicht, wie viele verschiedene Rottöne es gibt und wie viele verschiedene Beschichtungen. Ja, eben. Und da hatte ich die Idee, dass der Fahrer, der sein Auto reparieren will, ja auf jeden Fall die richtige Farbe kaufen muss, oder? Na klar, wenn es nicht auffallen soll, dann wäre es besser. Naja, also entweder kauft die Werkstatt den Lack oder er selbst. Klar, worauf willst du hinaus? Naja, anstatt hier jetzt alle möglichen Werkstätten abzuklappern, sollten wir lieber bei den Lacklieferanten direkt nachfragen. Dann können wir es auf einen bestimmten roten Farbton reduzieren. Klar, hört sich total logisch an. Naja, aber wahrscheinlich haben die keine Lust, Auskunft zu geben, oder? Ach, ich weiß, es ist nur ein Strohhalm, aber wenn Marlon mir hilft, was meinst du? Es sind bestimmt nicht so viele, oder? Findest du das? Na klar. Dann finden wir den Typen, der meinen Vater einfach totgefahren hat und ihn liegen gelassen hat. Marlon, was ist denn? Was ist? Was soll sein? Was soll sein? Dein Vater, dein Vater, dein Vater. Ich kann's einfach nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr. Lass mich endlich in Ruhe damit, verdammte Scheiße! Habe ich Ihnen was ganz Besonderes zu bieten, nämlich diese beiden gut aussehenden jungen Menschen. Sie kommen aus Berlin, sind Fotografen. Mir zur Linken, Ihnen zur Rechten, sozusagen, wenn Sie auf den Bildschirm gucken, Sonja. Und das ist Fabian. Heute in dem Outfit von Tom Cruise, Top Gun. Ob es bei uns ein Top Gun wird oder ob es, weiß ich nicht, viel früher für die beiden nach Hause geht, werden Sie sehen. 19.20 Uhr bei Das Quiz. Also, bis nachher. Was hast du mit ihr gemacht? Das ist Schwachsinn und das weißt du. Glaubst du wirklich, dass du jetzt noch so tun kannst, als wärst du ein guter Mensch? Vielleicht im nächsten Leben. Ich muss mit ihr sprechen. Sie aber nicht mit dir. Sag ihr wenigstens, dass es mir leid tut. Hat er was gesagt? Nur hallo und auf Wiedersehen. Ein Dinner mit einem Garcia. Liebelein, den Mädelsabend, den können wir auch nur morgen machen, wenn es dann noch nötig ist. Raul, es ist vielleicht deine letzte Chance. Versau es nicht.